bereit, hier in diesem kleinen, schmucken Sportzentrum, das hier in Anef, eben südlich von Salzburg, seine Örtlichkeit hat. Da hat man den Kabinentrakt direkt unter der Tribüne. Die Tribüne ist überdacht. Es werden Getränke ausgeschenkt. Es sind auch wieder viele Fans da, nicht ganz so viele wie gegen Monaco zuletzt. Das war ein reger Auflauf an Personen, die sich hier eingefunden haben, die auch schon wieder danach gegustet haben, wieder so ein richtiges Fußballfest zu feiern. Und wenn ihr das auch möchtet und es vielleicht noch nicht wisst, ich weiß nicht, wo ihr gelebt habt, wenn ihr es noch nicht wisst, aber es sei euch gesagt, es gibt ein solches Fußballfest noch bevor das erste Heimspiel des FC Red Bull Salzburg in der Red Bull Arena in der Bundesliga stattfindet, nämlich am Mittwoch, den 28. Juli, kommt Atletico Madrid in die Red Bull Arena und wird das Saisoneröffnungsspiel sozusagen abhalten. Und darauf freuen wir uns schon sehr, dass wir euch da begrüßen dürfen. Im Moment sind die Tickets bereits im Verkauf für alle Dauerkartenbesitzer. Wenn ihr keine der solchen seid, dann werdet ihr euch noch bis Donnerstag gedulden müssen. Da startet dann der freie Verkauf. Und wir hoffen natürlich auf ein volles Haus. Zurück zur Emotion ist das Motto. Und da wollen wir natürlich die komplette Red Bull Arena anfüllen und so ein richtiges Fußballfest mit euch feiern. Gegen Diego Simeone, gegen Luis Suarez, gegen Joao Felix und wie sie alle heißen. Wir freuen uns auf ein reges Kommen von euch und jetzt freuen wir uns, dass unsere Roten Bullen auf das Spielfeld schreiten, eben angeführt von Zlatko Janusovic in Abwesenheit des noch immer sich im Urlaub befindlichen Andi Ulmer. Der kommt im Verlauf der nächsten Woche, ich glaube Montag wird es soweit sein, genauso wie Kamil Piatkowski, der ja eben mit dieser Mannschaft Rakow Częstochowa Vizemeister und Cupsieger geworden ist und eben den Weg nach Salzburg angetreten ist. Das war ihm schon im Jänner klar, aber er kommt erst jetzt im Sommer und seine Kollegen spielen hier gegen seine Ex-Kollegen und ich glaube auch er wird sich das genüsslich im Livestream hier anschauen, wenn du zuschaust. Servus Kamil Piatkowski, schön, dass du zuschaust. Ganz herzlich unsere Schiedsrichter des heutigen Tages, alle drei aus Salzburg. Der Referee ist Samuel Zappel, herzlich willkommen. Sein Assistenzreferee Konrad Sen und die zweite Sefa Cevica. Alle drei, wie gesagt, aus Salzburg, herzlich willkommen auch bei uns im Sportpark hier in Anef. Wir wünschen uns jetzt ein faires, ein tolles, ein rasantes Spiel hier. Viel Vergnügen! So, der Platzsprecher hat nochmal alles gesagt, was gesagt werden muss. Also die Offiziellen, die kommen aus Salzburg, freuen sich natürlich sehr, ein Spiel auf diesem Niveau pfeifen zu dürfen. Ich habe das schon einmal erwähnt im Zuge der Testspiele. Es empfiehlt sich, es sich gut mit dem Schiedsrichterkoordinator des jeweiligen Landesverbands zu stellen, wenn man denn solche Spiele pfeifen will. Und wenn man da seine Connections hat, seine Freundschaften geknüpft hat, dann darf man auch einmal als Landesverbandsschiedsrichter bei diesen Partien ran. Ja, wir haben den Kapitän der Polen gesehen, das ist der Innenverteidiger, der zentrale Innenverteidiger eben von diesen dreien, Andrzej Niewulis, 32 Jahre alt, gebaute Statur. Und man darf auch gar nicht unterschätzen, dass diese Mannschaft, die eigentlich keiner so richtig kannte, auch in Polen noch nicht vor Beginn der vergangenen Saison, dass die Vizemeister und Cupsieger geworden sind, denn 2016, als der jetzige Trainer Marek Papschun übernommen hat, haben die noch in der dritten Liga gespielt, haben sich dann nach oben gekämpft. Dritte Liga, zweite Liga, erst seit dem Sommer 2019, also genau mal zwei Saisonen, 2019-20 und 2020-21 sind die erstklassig und in ihrer zweiten erstklassigen Saison haben sie dann den Cupsieg und die Vizemeisterschaft errungen. Das ist eine Leistung, die also schwierig einzureihen und schwierig da sich nicht bei diversen Superlativen zu vergreifen. Das ist schon eine Leistung, die, ja, da muss man den Hut davor ziehen. Und dennoch glaube ich, dass Matthias Jeißle nichts als einen Sieg heute akzeptieren würde in diesem Testspiel. Sind doch auf einem anderen Niveau, haben jetzt aber gleich die erste Möglichkeit durchgestartet. Der Stürmer der Polen, der kleine, wendige. Und das wird, glaube ich, ihr Mittel sein, ein Testspiel, das man ein bisschen unter anderen Vorzeichen bestreiten wird heute aus Sicht der Salzburger. Denn gegen Olympiakos und gegen Monaco eben in den beiden letzten Tests hatte man Gegner vor sich, die auch selber das Spiel gestalten wollten, die mitunter auch phasenweise ein Mehr an Ballbesitz hatten. Und heute wird
der Gegner sich eher aufs Kontern fokussieren. Jetzt aber die erste Ballbesitz-Staffette. Straft mich gleich Lügen, der polnische Vizemeister. Möchte selber agieren, findet aber keinen Weg hindurch. Jetzt gibt es Einwurf, Antoine Benet, nicht wundern, der war beim Friseur schon ein bisschen anders aus. Hat sich noch einmal sharp getrimmt für die neue Saison. Nico Mantl in Ausrichtung Capaldo, Polen präsenter in den Zweikämpfen. Jetzt die erste Chance, der Mittelstürmer Nico Mantl. Was gibt der Schiedsrichter? Er gibt Elfmeter. Harte Entscheidung. Erstens an der Strafraumgrenze und zweitens war ich mir da auch gar nicht sicher, ob ein Kontakt dabei war. Aber das hat er gut gemacht. Der polnische Mittelstürmer läuft da ein, findet unglaublich viel Platz. Also da wird auch Max Wöber nicht zufrieden sein mit der Koordination seiner Viererkette. Und Sebastian Musiolik wird dann gelegt, der Stürmer mit der Nummer 9. 1,92 Meter, Linksfuß. Der Mann für die Tore. Mal sehen, ob er den Elfmeter auch gleich selber nimmt, ob der Gefaulte selber schießt. Ich glaube, er ist noch ein bisschen angeschlagen und überlässt daher dem Zehner Sapala. So, der Schiedsrichter schickt noch alle aus dem Strafraum heraus und Nico Mantl hat jetzt die Chance, seinen Fehler gut zu machen. Nach 3 Minuten die Chance für die Polen in Führung zu gehen per Elfmeter. Sapala gegen Mantl. Sapala. Sapalot. Da ist er drin. 1:0 für die Polen. So war der Start hier nicht geplant. Und man hat uns da eiskalt erwischt, würde ich sagen, am Anfang. Sofort eine dominante Leistung hingelegt. Die erste Chance nicht nutzen können, weil Nico Mantl ein Foul dazwischen gebracht hat und dann den Elfmeter dafür verwertet. Na gut, das ist eine Startvoraussetzung, die natürlich auch in so manchem Bewerbsspiel vorkommen könnte für unsere Roten Bullen. Und da müssen sie jetzt einfach durch. Das ist Testen auf höchstem Niveau. Und so soll das dann auch sein, dass man unter Wettbewerbsbedingungen testen kann. Charakter wird gefragt sein. Ongene. Christensen. Okafor und Adeyemi heute an vorderster Front. Hat man auch in dieser Konstellation, selbst in dieser Vorbereitung, noch nicht gesehen. Okafor neben Adamu hat man gesehen, Okafor neben Šeško hat man gesehen. Heute eben mit Karim Adeyemi an der Seite. Thies Jeisle sieht ihn eher als Stürmer, denn als Zehner oder Flügelspieler. Flügelspieler kommen ja in seinem System eigentlich auch gar nicht vor. Die beiden Achter sind zwar dafür da, das eine oder andere Mal das Spiel breit zu machen, allerdings nicht so wirklich da, um dauerhaft auf der Outlinie zu bleiben und das Spiel in die Breite zu ziehen. Da will man lieber in die Spitze. Jeder Pass möglichst vertikal, wenig Horizontales. Und so gibt es dann auch überhaupt keinen Nutzen für Wide Man oder Flügelspieler, wie man da auch immer dazu sagen will. Leichter Wind geht eben hier, perfektes Fußballwetter. Stelle ich unter Anführungszeichen, es ist dann doch sehr heiß, also ungefähr 27, 28 Grad in der Sonne natürlich noch unaushaltbarer. Es wird auch ein Abnutzungskampf, ein Kräftewetteifern am heutigen Tag hier in Anif. Das ist eine Variante, die man bei der Europameisterschaft häufiger gesehen hat, dass der Verteidiger den Eckball ausspielt
und ihn zum Torhüter passt. Die Italiener haben das ein ums andere Mal gemacht, um sich in eigener Strafraumnähe beim Rausspielen eine Überzahl zu sichern, dass der erste Pass eben leicht ist und dass man dann, auch wenn der Gegner ins Gegenpressing sofort geht, eine Überzahlsituation in Ballnähe hat, um da immer einen Freien zu haben, ähnlich einem Höschespiel. Matthias Geisler, natürlich ein Mann von Welt, hat das natürlich auch gesehen, weil sich der die Europameisterschaft genauso ansieht und weiß dann, dass er das auch mit aufnehmen kann. Jetzt nimmt Slatko Junusowicz mit dem Freistoß auf, schnell ausgeführt. Der polnische Goalie mit kleinen Schwierigkeiten muss einmal nachgreifen. Allerdings Strafraum Rambo, so wie er ist, hat er da seinen eigenen Spieler gelegt. Torhüter Vladan Kovacevic, eben erst diesen Sommer angekommen, 3-Jahres-Vertrag unterschrieben, gekommen vom bosnischen Meister FK Sarajevo, 23 Jahre alt. Wirft aus, der geht allerdings ins Aus und Bernardo darf zum ersten Mal etwas offensiver zur Geltung kommen durch einen Einwurf. Dann bleibt der Ball auch links, viel geht über Bernardo, der sehr zu seinem Leidwesen in einer Frühphase, eigentlich bei seinem ersten Start in der Bundesliga, sich daneben diese Knieverletzung zugezogen hat und mehr oder weniger die gesamte letzte Saison dann nicht auf 100% absolvieren konnte. Auch die Phase, als er wieder zurückkam, hat er dann nicht mehr die Chance bekommen im Meisterschaftsfinale. Und so ist es vielleicht diesmal für ihn gar nicht schlecht, dass Andi Ulmer ein bisschen länger im Urlaub bleibt und er schon punkten kann beim neuen Trainer Matthias Jeisle, um sich so für die Linksverteidigerposition zu empfehlen. Natürlich kann er auch auf der 6 spielen, natürlich kann er auch als Innenverteidiger spielen, polyvalenter Spieler. Und daher war vor allem Christoph Freund auch sehr, sehr happy über die Möglichkeit, ihn dann länger in Salzburg zu halten und diese Leihe zu einem permanenten Kontrakt zu machen. Die Polen wieder über rechts. Und da trifft er nur den Max Wöber, den Ball aber nicht. Ja, sehr umtriebig. Also da Nummer 24 muss man sich einmal vergegenwärtigen. Das war keine Kontersituation, sondern eigentlich ein geplanter Aufbau. Es war auch kein Standard und der Innenverteidiger Arsenic findet sich in dieser Position im Strafraum. Das ist schon sehr mutig. Karim Adeyemi gegen Nivulis. Youngster gegen Old Fogey. 32 Jahre gegen 19, also das ist ein Duell mit ungleichen Waffen und da muss der polnische Routinier auch zu allem greifen, was er irgendwie in seiner Werkzeugkiste hat. Wöber. Und da ist Okafor. So, 1 gegen 1. Die Situationen hat er gern, ist schneller. Kommt durch. Und humorlos geklärt zu einem Eckball. Die Gefahr wächst und das vor allem dann, wenn man in Laufduelle kommt. Die Polen nicht so dynamisch wie unsere roten Bullen. Das 3-4-3 von Czestochow war natürlich auch anfällig dafür, dass man in Kontersituationen sich als Innenverteidiger dann irgendwo draußen findet, wo man sehr unkomfortabel ist und dann Laufduelle eingehen muss. Eckball ausgeführt, aber kein Salzburger, der einen Weg zum hohen Ball findet. Wöber. Mit Anlauf wird ein weiter Einwurf werden. Aber eher enttäuschend.
will sofort ins Gegenpressing. Allerdings schafft er nicht, den Raum rechtzeitig zu verdichten. Gut, dass man dann die zweite Welle abgefangen hat, der Polen. Wöber wieder. Cipal, schön gefunden, Brandon Aaronson. Nächster Eckball, nun von der anderen Seite. Dafür hat man Zlatko Janusovic auf dem Rasen. Mit rechts zum Tor gedreht, aber die Raumdeckung der Polen ist da aufgebaut wie eine Bank. Brandon Aaronson, ja, Verlegenheitsschüsschen. Allerdings zeigt man jetzt auch die erwartete Reaktion auf das frühe 0:1. Ich glaube, das ist genau das, was Matthias Jeisle sehen will. Fehler dürfen passieren. Man möchte es auch gar nicht limitieren auf eine gewisse Anzahl der Fehler. Man kann so viele Fehler machen, wie man will, hat er vergewissert. Allerdings, die Reaktion zählt. Und die Reaktion kann man hier live mitverfolgen. In diesen Minuten, den ersten 13, die jetzt gleich gespielt sein werden. Einwurf Arsenic. Zoran Arsenic, Kroate, der auch schon des Längeren in Polen unterwegs ist. Bei Piast Gliwice gespielt bis eben diesen Sommer, also auch ein Neuzugang. Adeyemi, Christensen, Brandon Aaronson. Gegen Pressing, Nico Capaldo. Kommt da etwas zu spät. Ohne Kontakt natürlich, aber ja, auch ohne Chance auf den Ball. Daher geht dieser Foulpfiff dann auch in Ordnung. Und er war auch gut beraten, dass er abspringt, der polnische Linksaußen, bevor der Sensenmann kommt. Niewulis auf Rundic. Und dann eben Kuhn mit der Nummer 23, der den Ball vertändelt. Bernet. Unachtsamkeit, Gegenzug der Polen. Gleichzahl, aber Bernardo frühstückt das gut ab, macht, was er machen muss. Bernet, Ballgewinn. Noah Okafor. Okafor! Hat Raum, hat Zeit, aber keinen, der wirklich schön in der Mitte steht. Da muss er warten. Bernet, Brandon Aaronson! Wieder Hektik im Strafraum. Spiel intensiviert sich und das vor allem in eine Richtung. In jene des polnischen Tors. Christensen, Nachlässigkeit. Aber da bringen sie auch gar nicht genug Manpower in Windeseile nach vorne, als dass man daraus einen Konter hätte machen können. Nehmen jetzt schon Abkürzungen beim Umschaltspiel, weil das tut natürlich weh, das sind harte Meter, vor allem wenn sie dann umsonst sind. Janusovic, Polen stehen sehr tief. Christensen, Adeyemi. Christensen mit dem Einwurf. Janusovic. Christensen. Ja.
Schalten wir über. Mantel. Ongeni. Untypisches Bild, dass Max Wöber jetzt der rechte Innenverteidiger ist im Moment. Normalerweise als Linksfuß immer der Linkspostierte. Auch der einzige im Innenverteidigergespann unserer Roten Bullen. Selbst wenn Kamil Piatkowski dann zur Mannschaft stößt, der lieber den linken als den rechten nimmt. Das ist eine Position in Demand, könnte man sagen. Sehr gefragt, linksbeinige Innenverteidiger. Die Polen wieder mit der Möglichkeit, haben natürlich viel Breite im Spiel, ob ihres Systems. Kuhn. Wieder Kuhn. Zwar kein Foul geahndet, aber liegen lassen will er den dann auch nicht. Der gute Schiedsrichter vom Salzburger Landesverband, und das ist Cebula, der das 1:0 per Elfmeter erzielt hat. Christensen schon zum zweiten Mal, dass er da ein Tackling auspackt, und das ist natürlich auch ein gewisses Risiko, dass man damit sich führt, dass man in der Vorbereitung, wo weniger geahndet wird, wo bei Testspielen nur sehr selten die gelbe Karte oder überhaupt die rote, ob die überhaupt dabei ist, das fragt man sich oft, aber sehr selten wird die ausgepackt. Und wenn man sich da ein Level an Härte anlernt, das im Bewerbsspiel nicht mehr durchgeht, da kann man sich relativ schnell täuschen. Junuzovic. Ongene. Christensen. Unter Druck und auf Verdacht in Richtung Adeyemi. Den erläuft er allerdings nicht. Und man sieht im Gegenpressing, das natürlich sofort mit dem Abstoß beginnt, steht man eher im 4-3-3, also Nico Cabaldo kommt dann nach vorne. Noah Okafor rückt auf die linke Seite und Karim Adeyemi steht in der Mitte, damit man da genug Zugriff hat. Pass abgefangen. Christensen. Ping-Pong-Spiel jetzt mit den Polen im Mittelfeld. Guter Einsatz von Junuzovic und Gegenzug. Ist Cabaldo schnell genug? Na, zumindest, dass er einen Einwurf herausholt. Christensen, Junuzovic müssen ein bisschen Tempo ins Passspiel bringen, sonst kann man diesen tiefstehenden Block der Polen nicht verunsichern. Bernet, so kann es gehen. Okafor, eine seiner liebsten Positionen, wenn er so richtig schön den Effet auf den Ball bringt und ihn lang in Richtung lange Ecke zirkeln kann, das macht er gern. Nach 20 Minuten sein erster Abschluss, zumindest in Richtung des Tors, wenn schon nicht auf den Kasten. Ja, die Polen sind ballsicher, ballsicherer als ich sie vermutet hätte, muss ich zu meiner Schande zugeben. Das 3:3 gegen WSG Tirol war kein Ruhmesblatt. Das haben mir auch die Kollegen vergewissert, die dort waren. Die gemeint haben, ja, das ist schon eine beträchtliche Truppe und Vorbereitung, man muss immer vorsichtig sein, natürlich auch zumal da hart trainiert wird und man nicht weiß, wie müde die Muskeln und die Knochen sind. Aber fußballerisch war das eher schon Kost. Heute präsentieren sie sich anders. Okafor, Bernet, Wöber. Jetzt auch da mit sehr viel Härte. Und der polnische Stürmer
Musiolik sieht die gelbe Karte, wie ich meine, auch korrekterweise so. Sebastian Musiolik seit 2018 bei Częstochowa, 25 Jahre alt, also eben schon in der zweiten Liga dabei gewesen, kommt jetzt ins letzte Vertragsjahr. Und das war auch etwas, das man vor diesem Spiel noch kurz angerissen hat. Die Jungs, tut euch nicht weh. Also nicht nur unter Eigenverschulden, nicht nur unter vielleicht Übertreiben des eigenen Einsatzes, sondern auch aufgrund des Gegners, der mitunter sehr rustikal spielt, der körperlich gut gebaut kommt, der aus der polnischen Liga auch eine andere Härte gewohnt ist. Hydration ist wichtig, daher gibt es jetzt die erste Trinkpause. Beim Stand von 0:1 Igor Sapala, der den ersten Treffer erzielt hat. Defensiver Mittelfeldspieler. Auch hergekommen von Piast Gliwice. Und die polnische Extraklasa, das soll man nicht unterschätzen, ist eine mitunter sehr, sehr gute Liga, die über 18 Mannschaften verfügt, die auf gutem Niveau dort spielen. Man hat sehr viel in Infrastruktur investiert, dort sehr viele neue Stadien hingestellt, nicht nur anlässlich der Heim-Europameisterschaft 2012, die dort stattgefunden hat, zusammen mit der Ukraine, sondern auch im Nachgang. Beinahe die einzige Mannschaft, die noch in einem alten kommunistischen Oval spielt, das ist eben Rakow Częstochowa, aber das ist eben darauf begründet, dass man ja erst seit 2 Jahren erstklassig ist und davor die Notwendigkeit ganz einfach auch nicht bestanden hat, dass man größere Stadionprojekte vorantreiben würde. Częstochowa, die Stadt, die kennt man als gläubiger Katholik mitunter, weil das der größte Wallfahrtsort Polens ist. Die Schwarze Maria von Częstochowa. Das ist eine viel besuchte, viel besungene Pilgerstätte. Und speziell seit Karol Wojtyla, also dem Papst Johannes Paul, weiß man, wie katholisch, wie christlich dieses Land ist und welche Bedeutung das dort hat. Daher ist natürlich auch die Stadt Częstochowa vielleicht von ihrer Wichtigkeit ein bisschen über alles zu stellen, was gleich viele Einwohner hat. Um die 200.000 hat man, das ist für polnische Verhältnisse gar nicht so viel. Da gibt es einige größere Städte, Warschau, Krakau, Stettin, Gdansk und so weiter und so fort. Da spielen sie sich jetzt mit dem Feuer. Auch wenn sie dann irgendwie immer wissen, ihren Körper so dazwischen zu stellen, dass sie einen Foul gepfiffen bekommen. Aber riskant ist das allemal. Wissen aber auch, dass ihr Weg zum Sieg hier über den kontrollierten Spielaufbau führt. Slatko Janusovic hat das abgestoppt, weiß genau, wie es zu tun hat. Brandon Aronson, dynamisch wie immer. Max Weber will über links, hat die Optionen nicht. Daher über rechts mit Janusovic, der jetzt draußen spielt. Chipball hinein auf Brandon Aronson, aber gegen die großen polnischen Innenverteidiger kann er eigentlich nur mit Tempo punkten, mit Körperlichkeit. Das wird nichts. Rundic, Kuhn, Christensen mit dem Ball gewinnt, wieder Kuhn. Sapala, Ledermann, die beiden in der Mitte, schwer beschäftigt jetzt durch Antoine Bernet. Christensen, kann er mal einen Flankenball anbringen? Er
Jörgensen etwas überspielt, etwas zu verspielt. Die erwartbare Aussage auf sämtlichen Sportplätzen dieser Republik würde dann sein, na, wollt ihr ihn denn in das Tor tragen? Aber Distanzschüsse aus 25 Metern gehören eigentlich nicht so zum Repertoire unserer Roten Bullen, zumal das eigentlich auch kein veritables Mittel ist, um garantierte Tore zu erzielen. Also wie viele von außerhalb des Strafraums gehen dann wirklich rein? Die Statistik würde ich gerne mal sehen. Und als ich da mal unter Jesse Marsch noch mitgespickt habe, auf seinem Taktikzettel stand da drinnen, das Spiel so aufbauen, dass es am Ende Tap-Ins sind beim Abschluss. Tap-Ins, das heißt Hineinroller, frei übersetzt. Das heißt, man möchte eben diese Möglichkeit haben, dann frei vor dem Torhüter zu sein und möglichst ins leere Tor dann einschieben zu können, weil es die sicherste Variante des Abschlusses ist. Und darauf ist das Spiel ausgerichtet, dass man hinter die Linien kommt und dann die einfachen Abschlüsse sucht und nicht die komplizierten. Da unten sieht man die Motivationsgabe des polnischen Trainers Marek Papschun. Er möge fast von einem Wunder sprechen, dass er eben noch hier ist bei Raków Częstochowa nach zwei Aufstiegen, einem Cupsieg und einem Vizemeistertitel mit dieser Mannschaft, die noch nie polnischer Meister geworden ist, in ihrer Geschichte nicht. Aber hat sich der Loyalität verpflichtet und ja, mitunter wird ja ein polnischer Nationaltrainerposten frei. Vielleicht wird er ja da gehandelt. Gleich eine halbe Stunde, also die Hälfte der Spielzeit, die dieser Block an Spielern bestreiten darf, absolviert. Und noch haben sie kein veritables Mittel gefunden, um ja, den Polen so richtig wehtun zu können. Ja, Abschlüsse waren dabei, viel strecken hat er sich nicht müssen, der Torhüter Vladan Kovacevic. Und sie haben wieder eine Möglichkeit. Wieder ist der Mittelstürmer da und drückt den in die Ecke. Hat er sich lange Zeit gelassen und war auch unbedrängt von den beiden Innenverteidigern, die ja Eskortschutz gegeben haben. Und an der Strafraumgrenze mit dem linken Außenriss ein Vintage-Finish von Musiolik. Naja, 30. Spielminute für eine Generalprobe. Ist es mitunter ein sehr, sehr ernüchternder Spielverlauf. Aber man sagt ja auch häufig, verpatzte Generalprobe, gelungene Vorstellung. Das ist dann eben die Anforderung fürs Cupspiel gegen Hertha Wels. Auswärts in Wels wird das abgehalten. Am Freitag um 17 Uhr auch zu sehen im ORF. Januzovic, Wöber. Ja, wer bietet hier Lösungen an für unsere Roten Bullen? Januzovic hat sich ein bisschen aufgedrängt, aber auch noch nicht das Mittel gefunden. Lebt denn der alte Holzmichl noch? Also da wird geschnitzt, was das Zeug hält gegen Capaldo und gegen Adeyemi von hinten. Und wenn der Schiedsrichter vorhin schon die gelbe Karte auspackt, dann frage ich mich, warum er es hier nicht tut. Bernet, Ongene, Capaldo geht ein paar Meter und findet Brandon Aaronson nicht, zumindest nicht mit seinem Pass. Christensen macht's eng, Ongene, Januzovic auf der Position des Sechsers.
immer anspielbar. Auch sehr wichtig für das Spiel, unsere roten Bullen, weil er dem Ganzen so ein bisschen den Anchorman gibt. Also der, der in der Mitte mit aller Ruhe, die er ausstrahlt und die er auch durch sein Spiel zu Recht verkörpert, dem Ganzen eine Richtung gibt. Mantel muss weit gehen. Ja, wer hätte sich das gedacht? Nach über 32 Minuten jetzt hier auf der Uhr ist es der polnische Vizemeister, der das Geschehen vorgibt und der sich auch gar nicht großartig irgendwie hat strecken müssen darum. Tun, was sie können, nicht mehr und nicht weniger. Und das hat bis hierhin gereicht in der Nachmittagshitze Anifs. Bernardo, Longline auf Okafor. Der kann Bälle festmachen und jetzt auch eine Überzahlsituation kreieren. Capaldo wäre da gewesen. Der polnische Kollege neben mir ist hoch erfreut. Der kommentiert mit einem Grinser für das Fan-TV Rakows. Auf unserer Seite würde ich nicht mal enttäuscht sagen, eher perplex über den Spielverlauf. Junosovic. In der Luft sind sie eben auch eine Macht. Und die durchschnittliche Körpergröße aufsummiert, kumuliert, die dürfte die unsere dann schon um einen guten Meter überschreiten. Also kaum ein Spieler, der unter 1,80 ist. Auch ein paar dabei, die über 1,90 messen. Alleine wenn ich da von hinten durchgehe, wir haben den Torhüter 1,92, die Innenverteidigung 1,88, 87 und 88. Die Mittelfelder 1,87, 1,73, 1,65 und dann eben vorne wieder die Stürmer 1,92, 1,80. Also da geht schon recht was weiter, was Luftzweikämpfe angeht. Kann er den drin halten, Noah Okafor. Gute Arbeit da draußen. Und dann Foulspiel geahndet. Zlatko Junusovic, so recht glücklich ist er mit seinen Standards bis dato nicht geworden. Die Ecken meistens auf die Köpfe der Polen. Jetzt vielleicht der Freistoß. Zum Tor gedreht, macht's gefährlich, gibt den nächsten Eckball. Der natürlich auch wieder ein Fall für ihn ist, wenn denn da nicht Karim Adeyemi ihm zuvor gekommen wäre. Und ist mal mit links probiert. Will da zusätzliche Verantwortung übernehmen. Fühlt sich dem gewachsen, Karim Adeyemi, auch schon seinem zweiten Jahr bei unseren roten Bullen. Der war gut. An der zweiten Stange Bernet mit seinem schwächeren Linken. So könnte es gehen. Also da haben sie sich eingekastelt, die Polen im eigenen Fünfer. Und wenn man da gut positioniert ist rund um den Strafraum, dann kann man da aus der zweiten Reihe auch einmal unbedrängt schießen. Selbst wenn es dann direkt Volley mit dem Linken ist, was natürlich enorm schwer anmutet. Aber Antoine Bernet, der ist ja nicht umsonst in Paris ausgebildet worden.
Schiedsrichterball, dann geht's weiter. Sapala. Adeyemi gegen Nivolis. Aaronson, Adeyemi. Schaffen es gut, lästig zu sein, immer in diesen Zweikämpfen. Selbst wenn sie nicht gewinnen, parat zu sein. Und jetzt nächster Konter. Ist noch nicht abgehandelt. Draußen ist Tijanić. Tijanić. In die Mitte und dann in die Wolken von Sapala. Kann er besser haben wie beim Elfmeter gesehen. Auch den hat er hoch angetragen und getroffen. Der Abschlag war gut, direkt ins Gebein von Brandon Aaronson. Oh, und der weite Pass kommt auch direkt auf Karim Adeyemi. Gegenzug der Polen, wollen durch die Mitte. Haben da teilweise ein sehr, sehr leichtes, diese offensiven Zweikämpfe im Dribbling zu gewinnen. Teilweise ohne Körperkontakt, den man da gar nicht schafft, irgendwie aufzubauen. Und mit Verlaub, die sind gut, aber so gut sind sie dann auch wieder nicht. Karim Adeyemi. Wechselpass, schön. Allerdings ein bisschen weit muss er gehen. Okafor, das sind seine Situationen. Schuss und da haben die Ersten schon gejubelt. Allerdings war es nur das Außennetz. Aber eins sage ich euch, in diesen Situationen will man Noah Okafor nicht als Verteidiger gegenüberstehen. Wenn er auf dich zugerannt kommt und du musst im langsamen Tempo nach hinten und du weißt, irgendwann muss ich ihn stellen. Und dann macht er den Haken justament dorthin, wo das eigene Bein nicht ist und findet diese Schussmöglichkeit vor. Arthur Bernet, Junusovic, aufgestützt anscheinend beim Luftzweikampf. Sapala muss er Nivolis mitnehmen, weiß aber, dass er seinen Kapitän da nicht in Bedrängnis bringen will. Der spielt den riskanten Pass und irgendwie mit viel Glück geht es ihnen dann noch auf. Tijanić. Kein Foul und so ist es wieder Noah Okafor in diesen Situationen. Diesmal geht er nicht ins 1 gegen 1. Adeyemi. Aber wo ist der Schiedsrichter? Der steht 40 Meter weiter hinten. Da kann er ja gar nicht sehen, ob das ein Elfmeter war oder nicht. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen Mitleid mit ihm auch, dass er 40 Minuten da unten schon in der Hitze auf und ablaufen muss. Aber wenn er 40 Meter weiter vorne steht, wie kann der Schiedsrichter denn erkennen, ob es ein Elfmeter gewesen wäre oder nicht? Ich möchte mich da gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich stehe mittlerweile ja, ebenso weit vom Ball entfernt. Da traue ich mir da gar kein Urteil zu fällen. Allerdings die beste Möglichkeit für eine gute Entscheidung gibt es sich da eben nicht. Ja, und bevor es jetzt zu emotional wird, zückt er einmal die gelbe Karte. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Capaldo sieht sie für dieses Foul. An der Wange gepackt, wie Großeltern ihren kleinen Enkel. Nur, dass ihnen dann kein Geld zusteckt, könnte man sagen. Das hätte noch gefehlt. Adeyemi, Capaldo, Gegenpressing-Situation. Aber das geht alles ins Leere, weil die Polen dann doch verstehen, den Ball schnell zu bewegen. Sapala wieder aus dem Mittelfeld. Das hat keinen Pfiff zur Folge. Und Capaldo. Oh, und das war nachgetreten und das muss nicht sein. Und dafür kann man auch einmal vom Platz gestellt werden. Und
Eine Rauferei, ja, ich habe es ein bisschen kommen gesehen. Ich habe noch gemeint, das ist hier an der Grenze zum Emotionalwerden. Und kurz vor der Halbzeit muss der Schiedsrichter jetzt überlegen, ob er für dieses Rüde-Foul, das nur böse Intentionen hatte und keinen spielerischen Gedanken, ob er dafür nicht rot zeigt. Cebula. Marcin Cebula. Ja, ein sehr gut und teuer gehandelter Spieler mittlerweile. Einer der teuersten im Kader. Zumindest wenn man transfermarkt.at glauben will. Man verträgt sich wieder. Und er hat es bei der gelben Karte belassen und das ist schmeichelhaft und das weiß er auch. Und daher muss er jetzt, glaube ich, dankbar sein und vom Gas ein bisschen hinuntergehen. Denn lang wird er so nicht mehr auf dem Feld stehen. Für Karim Adeyemi, der sich da ein bisschen zu wüst beschwert haben will, gibt es die gelbe Karte. Ja, selten gesehen eigentlich. Ich kann mich nur an eine Situation erinnern, die ahndungswürdig war in den letzten drei Testspielen. Das war ein rüdes Foul von Daouda Guindo, gleich im ersten Testspiel gegen Dunajská Streda. Und es geht in dieser Tonart weiter. Auch weil Musiolik da sehr hart einsteigt gegen Slatko Junusovic. Okafor in die Mitte, guter Pass, Adeyemi. Wieder nur aus dem Netz. Aber mit dieser Emotion im Rücken und dem Feuer im Bauch scheint es jetzt mehr nach vorne zu gehen. Jetzt werden sämtliche Marschrichtungen, Vorgaben über den Haufen geworfen und einfach mal schnell nach vorne gespielt. Und gut tut der Partie. Christensen, Capaldo. Janosovic, Bernardo. Oh, guter Pass wieder, aber Antoine Bernet, er läuft ihn nicht. Ja, bald sind es 45, im Hintergrund sieht man schon, da ist schon abgerechnet worden am digitalen Board, aber natürlich durch die Trinkpause sind ein, zwei Minuten flöten gegangen, durch die Foul-Diskussionen danach auch. Der Schiedsrichter wird also nachspielen lassen. Arsenic, Junusovic, Okafor, das ist die Route Nummer 1, die man in der ersten Halbzeit genommen hat. Der lange Pass auf Noah Okafor, mitunter hat es auch funktioniert. Zu einem Tor hat es nicht gereicht. Bernardo, driven Pass, hinüber zu Ongene. Über. Bernet, gut zwischen den Linien hat er sich da aufgehalten und sieht auf der anderen Seite die Möglichkeit für Rasmus Christensen. Bernet, etwas zu locker, etwas zu lässig. Die Pfeife hat er mitunter schon im Mund, der Schiedsrichter. Aber diese Einwurfsituation wird er noch ausspielen lassen. Mit
Bernardo. Wöber. Angenehm. Ja, und dann hat er genug gesehen. Und das gibt nach einer ernüchternden ersten Halbzeit die Möglichkeit, über Taktik zu sprechen, über Werkzeugen, die ja, vielleicht Matthias Jaissel der Mannschaft noch geben könnte, um einen positiveren Ausgang dieser Begegnung zu bezwecken. 15 Minuten wird diese erste Charge an Spielern noch bekommen, um zu beeindrucken. Dann wird die zweite gegen den 60. Minute ungefähr auf den Rasen kommen. Wir gehen nicht in die Kabine, sondern in eine Werbepause. Und dann werden wir ein bisschen darüber sprechen, was in der ersten Halbzeit vielleicht verbesserungswürdig war. Red Bull verleiht Flügel. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Yeah, I feel good. Oh, I feel good. Oh, happy day. Oh, happy day. Make your day. Happy day. Willkommen im Wettall der Champions. Entdecke jetzt das größte Wettangebot Österreichs in über 200 Filialen und auf admiral.at. Admiral, wetten wie ein Champion. Wer der Beste sein will, darf sich niemals ausruhen. Für Höchstleistungen und Top-Speed. So wie im 5-Giganetz von A1, das beste 5G-Netz Österreichs. Mit unlimitierten Daten in ausgewählten A1 5-Giga-Mobiltarifen. Jetzt du. Du kannst alles im 5-Giganetz von A1. Und jetzt gibt's das Samsung Galaxy S21 Plus um 0 Euro. Ideen existieren in uns. Elektrisieren uns. Unsere Vorstellungskraft lässt sie wachsen. Und irgendwann müssen Ideen raus. Raus in die Welt. Um sie noch verantwortungsvoller zu machen. Und noch großartiger. Aus Ideen entsteht Zukunft. Einfach so. Audi. Willkommen im Wettall der Champions mit Topsport im Livestream in über 200 Filialen und auf admiral.at. Glücklich gemacht. Dein einzigartiges, besonderes Talent, das geteilt werden will. Mit anderen oder nur mit dir selbst. Das nicht viel braucht, außer Aufmerksamkeit. Alles andere kommt dann ganz von selbst. Talent comes naturally. Black Orange. Jetzt neu von Organics by Red Bull. Eine Halbzeit, die man sich so anders vorgestellt hat. Ich möchte nicht wissen, was Matthias Jaissel seinen Burschen da gerade unten in der Kabine sagt. Man weiß ja, dass er diese Testspiele mitunter sehr ernst nimmt. Und so dürfte es dann noch einmal 15 Minuten Feuerwerk geben, wenn
die Spieler, nämlich die, die in der ersten Halbzeit auch dran waren, noch einmal auf den Rasen hinaus dürfen. Man sieht die anderen in der Zwischenzeit schon aufwärmen. Die machen das, weil sie in der 60. Minute hineinkommen ins Spiel. Das werden dann die Herrschaften Köhn, Guindo, Oko, Solé, Ludewig, Kjærgaard, Seiwald, Sucic, Adamu und Šeško sein. Also mit Verlaub gesagt, die Jungen, soll nicht heißen, dass die in der ersten Halbzeit die Älteren sind, aber ja, wenn man dann Karim Adeyemi und Brandon Aaronson dabei hat, dann ist es klar, dass es sich da auch um Junge handelt. Die Tore der ersten Halbzeit haben wir noch einmal für euch zu sehen und da wollen wir natürlich dieses Angebot annehmen. Das erste, ein Elfmeter, Entstehungsgeschichte, Foul von Mantel gegen den Stürmer Musiulik und dann verwandelt Sapala, der Mittelfeldspieler. Und da ist wieder Musiulik zunächst gefoult, diesmal selbst. Der Goalgetter schiebt ein. Das macht er mit sehr viel Gefühl, aber natürlich auch unbedrängt. Und ja, diese hilflose Geste, die steht so ein bisschen stellvertretend für all das, was man in der ersten Halbzeit gesehen hat. Man hat sich schon bemüht und es gab auch gute Ansätze. Die weiten Pässe von Zlatko Janusovic hinaus zu Noah Okafor würde ich als sowas nennen. Die Möglichkeit auch immer Rasmus Christensen, den sehr offensiven Rechtsverteidiger, mitzunehmen. Aber die Flankenbälle, die sind dann meistens ins Leere gegangen, weil ja, sie sind viel, aber keine Kopfballungeheuer. Karim Adeyemi und Noah Okafor, vor allem wenn man gegen die drei großgewachsenen Innenverteidiger der Polen spielen muss. Ja, für die Polen, das haben wir zunächst schon besagt, geht es eben nächste Woche in den Supercup gegen Legia Warschau. Also da wird man sich mit dem Meister der Vorsaison messen, weil man ja selber Cupsieger ist und diesen Supercup ausspielen. Und die Woche darauf gibt es die erste Runde der Ekstraklasa dann der polnischen ersten Liga auswärts bei Piast Gliwice. Also da wird man dann sich danach anschicken, diesen zweiten Platz der Vorsaison wieder zu holen. Wird nicht einfach werden. Den großen Juwel in der Krone, könnte man sagen, den hat man verloren. Das ist Kamil Piatkowski, der ja nicht nur eine Bereicherung für uns sein soll auf der Innenverteidigerposition, sondern auch fürs polnische Nationalteam. Der hatte schon seine ersten zwei Einsätze bekommen. Bei der Europameisterschaft war er im Kader, allerdings nie ist er auf der Bank gesessen oder eine Einsatzminute hätte er auch nicht erhalten. Somit ist er da auch ein bisschen in der Aufbauphase und das ja natürlich mit einer gewissen mit einem gewissen Renommee, mit einem Nachdruck, den man ihm da verliehen hat, denn er hat ja bei diesen Awards der Ekstraklasa den Preis zum besten Nachwuchsspieler der Vorsaison gewonnen. Also war zweimal, ich glaube im Monat Februar und März muss es gewesen sein, der Jungspieler des Monats und dann auch für die ganze Saison geschlossen eben der, der diese Medaille abgesahnt hat. Ein weiterer, über den man da immer redet, der spielt bei Pogoń Szczecin und der soll ja auch bei uns auf der Wunschliste stehen. Ob das so ist, das kann ich definitiv nicht sagen, aber gehandelt wird das in der Presse immer. Das ist Kaspar Kozlowski, 17-Jähriger, der ja auch in der polnischen Liga schon eine ganze Saison auf dem Buckel hat. Mit 17 Jahren muss man sich einmal vergönnen. Feiner Techniker, offensiver Mittelfeldspieler und da wird man dann sehen, wie viel Talent aus der polnischen Liga dann auch kommen wird. Also wenn man die beiden mal betrachtet und mitunter ja auch alle anderen Spieler, die da teilweise auch länger in der eigenen Liga geblieben sind als 17 respektive 21 Jahre, wie es eben bei Piatkowski der Fall ist, das hat schon ein gewisses Renommee mittlerweile, diese Ekstraklasa. Und ja, auch Zuschauer kommen da gerne und viel. Also man soll das nicht schmähen, da gibt es einige Ligen, die gerade auf dem Vormarsch sind in Europa. Tschechien würde ich auch dazu zählen und Österreich natürlich auch. Also die internationalen Erfolge, vor allem unsere Roten Bullen in den letzten Jahren, haben ja dafür gebürgt, dass die Bundesliga eine immense Aufwertung bekommen hat. Man hätte sich nur vergegenwärtigt, wie das vor 10 Jahren gewesen wäre, vor 10, 15 Jahren, wenn wir solche Top-Talente wie Mauritz Kjærgaard, Benjamin Šeško in die österreichische Bundesliga hätten holen wollen. Das wäre schlichtweg einfach nicht möglich gewesen. Benjamin Šeško, der war ja damals nicht nur bei uns gehandelt, sondern wirklich bei allen Top-Adressen Europas, Inter Mailand, Real Madrid, weiß Gott was alles, da ein Angebot in Richtung Slowenien geschickt hat. Damals war er noch bei Domžale. Und mit seinem 16. Geburtstag gab es eben für ihn die Möglichkeit, ins Ausland zu wechseln. Die hat er prompt angenommen und ist eben hier nach Salzburg gekommen.
ein bisschen U18, ein bisschen FC Liefering und schon steht er da. 18 Jahre ist er jetzt alt und in der zweiten Halbzeit werden wir ihn dann ab der 60. Minute sehen, neben Junior Adamo in vorderster Front. Und ich muss sagen, darauf freue ich mich schon. Zwei Spieler, die heute nicht dabei sind und das schmerzt dann doch ein wenig. Das ist Mergin Berischer, nämlich im wahrsten Sinne des Wortes schmerzt das, denn der ist angeschlagen. Also der hat ein paar Wehwehchen und auch Dauda Guindo, Mamadi Diambu ist nicht mit von der Partie. Ein Spieler, bei dem man mir schon in diversen Fanforen unterstellt hat. Ich wäre ein bisschen zu sehr Fan von ihm, ja, aber zu Recht muss ich da entgegnen. Mamadi Diambu, der diese Sechserposition so spielt, als würde er sein Leben lang nichts anderes gemacht haben. Heute eben müssen wir ohne ihn auskommen. Aber Slatko Junusovic macht das auch sehr gut und den Slari, den kennt man nicht nur national, sondern auch international für seine Klasse. Früher auf der 10, dann auf der 8 unter Marco Rose, mittlerweile auf der 6. Und jetzt sind unsere Burschen wieder zurück. Früher als die Polen, haben es eilig, wollen vieles wieder gut machen, was man in der ersten Halbzeit vielleicht ein bisschen hat schleifen lassen. Ja, nachdem das ja hier das letzte Testspiel vor dem ersten Bewerbsspiel ist im Unica ÖFB Cup, gibt es einen Aufruf an euch, also wer ein Liebhaber ist und da gerne auch einmal in die Weite fährt oder vielleicht aus Oberösterreich ist, der kann natürlich unser Fan-Kontingent, unser Tickets-Kontingent von diesem Gebrauch machen, wenn es dann nächste Woche gegen Hertha Wels in der ersten Cup-Runde geht, da kann man gerne hinkommen eben. Auch ein sehr schönes Stadion, dort die Hugo Hertha Wels Arena. Und ja, danach gibt es eben die Möglichkeit, bis aufs erste Heimspiel in der Bundesliga zu warten. So lange muss man aber auch gar nicht warten, wenn man das nicht möchte. Denn zuvor gibt es eben schon unser Saisoneröffnungsspiel gegen Atletico Madrid am 28. Juli. Mittwoch ist das. Und dafür gibt es schon Tickets für Dauerkartenbesitzer. Und ab Donnerstag dann auch Tickets für alle anderen. Das erste Heimspiel wird stattfinden gegen die SV Ried, eben am darauffolgenden Wochenende. Und davor spielen wir schon auswärts gegen Sturm Graz. So, wo bleiben die Polen? Da kommt Philipp Köhn. Also Philipp Köhn darf in der zweiten Halbzeit ran. Das war, glaube ich, noch nicht so grundsätzlich geplant. Aber Nico Mantl kommt raus als einziger jetzt zur Halbzeit. Philipp Köhn ist drauf. Und dann gibt es vielleicht auch noch ein paar Minuten hinten raus. Die 30 der Verlängerung für Alex Walke. Auch bei den Polen gibt es einen Wechsel im Tor. Kaspar Drelowski kommt für Vladan Kovacevic. Die Polen haben nur zwei Torhüter in der ersten Mannschaft, zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt. Da besteht vielleicht noch Handlungsbedarf. Eben die designierte Nummer 1, Vladan Kovacevic, der aus Bosnien gekommen ist. Und eben Kaspar Drelowski, den wir jetzt sehen, 17 Jahre erst alt.
Polen haben ja eine herausragende Torhüterschule. Das habe ich auch letztes Wochenende schon gesagt, weil bei der AS Monaco ein polnischer Keeper dabei war, aber wer solche Größen wie Artur Boruc, Jerzy Dudek und Wojciech Szczęsny natürlich herausbringt. Auch Dragomir Dragowski von der Fiorentina, das sind schon Keeper, die haben andere Länder in ihrer gesamten Fußballgeschichte nicht hervorgebracht. Und das ist einzig und allein der Output der letzten 20 Jahre, das ist schon bemerkenswert. Dauda Guindo auch neu gekommen, also da hat er schon ein bisschen früher reagiert. Unser neuer Trainer Guindo für Bernardo auf dem Feld, Linksverteidiger. Sonst alles gleich. Bernet, Wöber, Ongene, Wöber, Guindo, Bernet, Okafor und Köhn. Beabsichtigt war das, glaube ich, nicht, einen direkten Versuch zu erproben am neu eingerückten polnischen Keeper Kaspar Trelowski. Und viel Raum finden die Polen davor auf der linken Seite über Marcin Cebula. Gefährlicher Ball in Strafraum, da haben sie wieder die Möglichkeit, Stangenschuss! Marcin Cebula. Kriegt er gar nicht genug. Ja, wenn man dem so viel Zeit lässt, dass er sich ihn auf seinen besseren Rechten legen kann, in dieser Position, dann nutzt er das auch. Marcin Cebula, 25, eigentlich durch die Bank ein sehr junger Kader bei den Polen. Kaum jemand von den Stammkräften über 26, 27 Jahre alt. Da ist er wieder. Cebula. Tudor. Der kroatische Flügel in der ersten Halbzeit noch wenig in Szene getreten. Und hier sehen wir auch warum. Okafor. Er weiß, dass er schneller ist. Kann er es ausspielen? An Freund und Feind vorbei! Jetzt ist er drin, Karim Adeyemi. Starker Treffer, die Polen machen sich den zuvor schon fast selber hinein, schießen an die eigene Stange. Okafor schneller als Asenic, dann kommt in die Mitte. Kapitän Nivolis an die eigene Stange und Karim Adeyemi dann mit dem Lucky Rebound. Den er verwertet aus nächster Nähe. Christensen. Also jetzt haben wir dieses Konzept der ersten Halbzeit zum ersten Mal aufgehen gesehen. Noah Okafor, der seine Tempovorteile ausspielt auf der linken Seite und dann zur Mitte kommt. Die Polen im Nachsetzen. Köhn kann sie zum zweiten Mal auszeichnen. Muss er aber auch. Der war nicht schlecht angetragen von Ben Lederman. Polnisch-amerikanischer Doppelstaatsbürger, 20 Jahre jung. Und Sapala. Kurz abgespielt. Ja, kreative Lösung. Ob er den so wollte. Oder ob man da ein bisschen lost in translation war.
Eine Gelegenheit hat er noch. So, Gegenzug. Karim Adeyemi nutzt er seinen Speed. Noch auf Halbgas unterwegs, aber Okafor ist durch. Okafor! Oh, da war der Winkel schon spitz. Hat den Gegenspieler heranrauschen gesehen und sich dann ein bisschen vertan, glaube ich, mit der Richtung. Wollte sich den Winkel eher öffnen, aber als dann Kuhn heranrauscht, muss er in Richtung Grundlinie gehen. Und den neu aufs Platz gekommen, auf den Platz gekommenen Keeper hat es direkt im Gesicht erwischt. Kaspar Drelowski, Magic Eyes, wirkt Wunder, sehr häufig, so wie dieser Spray, den man da auch immer hat. Allerdings das Gesicht vereisen, das ist, glaube ich, Ultima Ratio. Das macht keiner grundsätzlich freiwillig. Und es ist vermutlich auch nie eine gute Entscheidung, das zu tun. Karim Adeyemi vom Tor weg. In die Mitte. Polen zu zweit. Teamwork makes the dream work. Bringen sie den raus. So, und jetzt muss Antoine Benet clever sein, aber ja, da spielt natürlich Philipp Köhn mit. Modernes Torwartspiel verlangt das von ihm. Ui. Guindo und auch wieder Köhn. Mit dem Rückspiel. Jetzt sieht man es gut, vorne drei, die bei den Polen attackieren, so auf halber Höhe. Nur schmieren auf schlechte Ballkontakte, auf die Möglichkeit, auf den Ball zugreifen zu können. Tudor gegen Guindo. Guindo putzt ihn einmal ins Aus. Ja, und da bekommen wir nie so richtig Ruhe rein in diesen Spielaufbau. Weil die Polen nur darauf warten, dass ein schlechter Ballkontakt sich irgendwo ergibt, nachdem man dann pressen kann und den Ball gewinnen kann. Matthias Geisler hat ein sehr ausgedehntes Verständnis von seiner Coachingzone. Man hat das Gefühl, er will fast selber mitspielen. Weiter ein Wurf. Aber zum Glück im Strafraum. Klare Überzahl für unsere roten Bullen. Kommen wieder zur Mitte, allerdings schon ins Aus. Die italienische Abspielvariante, wie schon in der ersten Halbzeit besagt, Guindo, Wöber, Köhn, Bernet, Aronson. Ja, mit der zunehmenden Müdigkeit der Polen geht das Bällchen jetzt auch leichter durch die Reihen. Capaldo, schön durchgelegt. Adeyemi. Guter Abschluss. Bisschen was hat gefehlt. Torhüter Drelowski sagt zu seinen Vordermannen, komm, zusammenrücken, ich bringe ihn hoch in die Mitte. Und genau dahin kommt er auch. Capaldo zurück zu Ongene, Wöber, Köhn. Wöber. Platz und Raum und Brandon Aronson mit zwei Ballkontakten einen halb hohen Ball
verarbeitet, das macht er gut. Longline Pass auf Okafor. Ja. Die Vermutung wollte ich nicht äußern, aber ich hatte sie. Dass es nämlich abseits ist. Und langsam aber sicher, 55 Minuten sind herum. Kommen wir zu dieser neuralgischen 60. Minute, an der dann sämtliche Positionen innerhalb der Mannschaft getauscht werden wollen und sollen. Fran Tudor mit der weiten Einwurfmöglichkeit. Wie gesagt, kroatisches Top-Talent einst gewesen. Die Polen haben ihn dann aus der Vertragslosigkeit verpflichtet. Also gestürztes Talent, das jetzt seinen zweiten Karriereweg sozusagen noch einmal seinen Werdegang retten will. Und Philipp Köhn, der kann sich zum mittlerweile dritten Mal auszeichnen. Gut gehaltener Ball, den hat er nicht einmal ausgelassen, nicht tropfen gelassen, sondern direkt aufgenommen. Hat bemerkenswert ausgesehen. Aaronson, Nivolis, Junuzovic und Dauda Guindo. Niemi Bernet. Junuzovic. Und gibt es da was zu erben? Ja, fast noch. Dass Nico Capaldo in Strafraumnähe zum Abschluss kommt. Neuverpflichtung von Boca Juniors natürlich. Mittlerweile seit einigen Wochen in Salzburg, war auch im Trainingslager dabei. Hat ihm gut getan. So sagt er, dass er gleich in einem Hotel über eine Woche hinweg immer in Kontakt mit der Mannschaft war, gleich diese Integration auch ins Teamgefüge gefunden hat. Und der Schiedsrichter machte keine Anstalten, einmal zu pausieren, denn da liegt noch immer im Mittelkreis Noah Okafor, oder ist es Brandon Aaronson, pardon, der sich über die übermäßige Härte beklagt, so denke ich. Ja, das ging nur ins Gesicht von Ben Lederman, kann er sich im amerikanischen Slang mit ihm unterhalten und das ausmachen. Weitgeschlagener Pass. Rasmus Christensen darf einwerfen. Ja, die Polen hätten da in der ersten Halbzeit, glaube ich, noch mit 4-5 Mann draufgeschoben auf diese Einwurfsituation. Jetzt werden sie auch schon müde. Der polnische Kollege hat gemeint, eben, dass hier über 90 Minuten zunächst gespielt werden soll. Das heißt, dasselbe Personal, das sich durchbeißen muss. Auch Sapala, der den ersten Treffer erzielt hat. Ja, aber von diesem Plan ist man abgerückt, also da kommen jetzt einige, wie Arak und der Grieche Giannis Papanikolaou. Nummer 10 verlässt das Feld, das ist Sapala. Arak, das ist ein Stürmer, Center Forward, wird für Musiolak kommen und auch bei unseren Roten Bullen ein Wholesale Change, alle raus, damit die Neuen reinkommen.
Also da sieht man noch einmal die Vorgabe, wie jetzt der Mannschaft erklärt. Allerdings erst bei der nächsten Spielunterbrechung wird es dann soweit sein. So, Arak, den sehen wir jetzt da im Sturmzentrum. Auch die Nummer 23 ist weiterhin drauf. Das ist Patrick Kuhn. Aber sonst viel Veränderung. Papa Nicolaou im Mittelfeld. Bernet. Aronson, der war nicht überragend. Und auch einen Spanier hat man jetzt drauf. Ivi Lopez. Ist da Cebula. Milan Rundic. Da vorne Antoine Bernet. Okafor. Aronson kann einmal aufdrehen. Viel Platz. Eckball herausgeholt und jetzt dürfte es dann soweit sein mit den Wechseln. Zlatko Junosevic darf noch einmal ausführen. Er oder Adeyemi waren es meistens bei den Eckbällen. Hinten Max Böhr, viel Raum, viel Raum. Hat er noch eine Möglichkeit? Wird zur Kerze. Ja, viel Aufregung und Nico Cavaldo muss sich auch zurückhalten, auch wenn er nicht einverstanden ist, denn er hat schon gelb gesehen. Aber jetzt ist sowieso alles beendet. Für ihn genauso wie für die anderen. Einzig Philipp Köhn und Dauda Guindo werden auf dem Rasen bleiben. Und da sehen wir die neuen Ludovic, Šeško, Seiwald, Solé, Oko, Adamu. Die neue Formation eben auch wieder 4-4-2 Raute. Köhn im Tor, Guindo Linksverteidiger. Innenverteidigung Oko und Solé. Kilian Ludewig Rechtsverteidiger. Mo Camara wird erst später kommen. Da bleibt zunächst noch Zlatko Junosevic drinnen. Dann haben wir auf links Moritz Kergaard, rechts Niki Seiwald, hinter den Spitzen Luka Sucic und die Spitzen Adamu und Šeško. Ein Wörtchen oder zwei muss ich auch noch zu Brian Oko verlieren, der, wie ich finde, die Entdeckung der Vorbereitung ist. Da haben wir ihn zum ersten Mal am Ball gesehen, hat den schön rausgeklärt. Der hat so konstant gespielt, der ist enorm erwachsen, nicht nur von seiner Mentalität her, sondern auch von seinem Körper für sein zugegebenermaßen junges Alter von nur 18 Jahren. Und der wird so manchen arrivierten Spieler in unserem Kader, glaube ich, noch die eine oder andere Einsatzminute stellen. Denn die Innenverteidigerposition ist ja, wie gesagt, gut besetzt. Wir haben dort Ongené, Solé, Wöber, Piatkowski und eben Oko. Und auch Šeško, aber das weiß man, dass der gut ist. Kergaard, Abschluss, eng! Und Kilian Ludewig holt den. Besorgt den Ausgleich, eine Minute nach seiner Einwechslung. Ja, der frische Wind hat uns gut getan. Blicken wir noch einmal drauf. Zunächst enorm weit getragen, das Bällchen von Šeško. Dann kommt Kergaard. Adamu verpasst noch. Und Ludewig schiebt ein.
der Leihrückkehrer von Schalke. Auch bei Barnsley war er schon. Und gleich wieder im Gegenpressing. Adamu zweimal. Auch eine unglaubliche Maschine für sein junges Alter. Adamu, der 20-Jährige. In der 65. Minute das 2:2 für Red Bull Salzburg. Konjunkte mit Nummer 29, Kilian Ludwig. Ja, und über kurz oder lang wusste man natürlich, dass erstens unsere Burschen besser ins Spiel kommen werden und zweitens, dass dann auch die Kräfte der Polen schwinden würden. Kiergatz, Guindo, Šeško, Kiergatz, Šeško. Das ist eine Kombo, die kennt sich gegenseitig aus Lieferingtagen und jetzt bekommt er auch das erste Stößchen mit. Šeško hergebracht wie ein Schnitzel. Sladi and the Boys unter diesem Titel könnte die Mannschaft der zweiten Halbzeit eben jetzt laufen. Sehr viel junges Blut drinnen. Allerdings, die Freistöße gehören noch immer ihm. Sucic. Kiergat. Šeško, Kiergat. Suchen sich immer wieder. Šeško weiß, er bleibt am besten im Raum und lässt den Innenverteidiger da keinen einfachen Einwurf zukommen. So schnell gelingt es dann mit dem Ballgewinn. Solé hat die Zeit und das Auge. Oko, der mir auch mit seinem Linken sehr gut kann. So, und Šeško etwas zu rüde. Ja, da wird mit sehr vielerlei verschiedenem Maß gemessen, natürlich, pardon. Also, manchmal, da pfeift er gar nicht, manchmal, da pfeift er sehr viel. Eine stringente Linie des Schiedsrichters vermisse ich bis hierhin. Und ich vermute, soweit wir hier fortgeschritten sind in diesem Spiel, wir werden sie auch nicht mehr zu sehen bekommen. Ivi Lopez, der eingewechselte Spanier, gekommen einst von Levante im Sommer 2020. Also auch ein Mitkreator dieser herausragenden Saison mit Cup-Sieg und Vizemeistertitel. Mittlerweile 27 Jahre alt. Da ist er wieder, Ivi Lopez, Ivi Lopez. Gefährlich. Ja, das Essen hat auch, glaube ich, in Spanien sehr gut geschmeckt, die Paella. Und was es da auch immer gab im Urlaub für ihn. Ganz schönes Bröckel. Kilian Ludwig hingegen mit seinem ewig angeschränkten Gesichtsausdruck, den kennt man nur so. Schaut ab der ersten Minute verkämpft aus, dafür kämpft er noch nach 90 Minuten genau in derselben Intention, in derselben Intensität weiter. Im Strafraum wieder Getümmel. Und jetzt ist es Seiwald, der ihn gewinnt. Kann er da was einleiten? Lässt sich da was kreieren? Die Polen unterbinden das.
Nurevic. So, Cic, allerdings Ballgewinn für Čestochová, Abschluss. Keine Gefahr für Köln. Aber selbst wenn es eine Gefahr gab, wann immer auch, in dieser zweiten Halbzeit war Köln der, der sich gut dieser Gefahr gestellt hat und nichts zugelassen hat. Gute Paraden gezeigt mitunter. Der ist ja auch angetreten, um seine Spielzeit zu bekommen in diesem Jahr. Wenn man sich so empfiehlt, dann denke ich schon, dass es die eine oder andere Überlegung wert ist, auch für Matthias Jaisle. Oko. Guindo Oko. Sucic, Seiwald. Sole mit dem Seitenwechsel auf Slat Junuzovic, der sich zurückfallen hat lassen, um anspielbar zu sein. Und jetzt trägt er den nach vorne. Zusammen mit Kjærgaard. Šeško, noch immer Šeško. Ja, gefällt mir mitunter sehr gut, auch wenn die rechte Seite noch mehr oder weniger vernachlässigt wird und man da immer in diesem linken Kanal sich nach vorne spielen möchte, damit dann der Pass zur Mitte kommt. Aber wenn man da so Ausnahmetalente wie Kjærgaard und Šeško hat, warum denn nicht? Gibt Ecke. Jetzt läuft der Sladi einmal nicht hinaus. Den überlässt er Moritz Kjærgaard. An der Qualität der Flankenbälle hat sie nicht gescheitert. Eher daran, dass Rakow einfach im Kopfballspiel etwas stärker war. Mal sehen, ob das dabei bleibt. Mehr Gefahr diesmal. Junuzovic. Nachschuss. Ludewig gegen Ivi Lopez. Gut gemacht. Allerdings nicht zu kontrollieren, dieses Zuspiel. Ja, ein Einwurf, den ich an anderer Stelle auch schon mal als nicht regulär betrachtet gesehen habe. Ledermann holt das Foul heraus, will schnell nach vorne, aber unterbunden. Gegen Šeško, und das ist wirklich lustig zu betrachten, welche körperliche Macht der mit 18 schon darstellt. Also wenn der da hinter Ledermann entlang kommt, dann ist der erstens eineinhalb Köpfe größer gefühlt und dann auch die doppelte Portion von ihm. Ja, also da brauchen wir heute schon sehr viel auf Holzgeklopfe, damit da heute wirklich alle heil vom Feld kommen. Haben wir in der ersten Halbzeit schon gesehen, da gab es dann noch eine kleine Rudelbildung, nachdem Rakow ein ums andere Mal die Zweikämpfe sehr hart führt. Nicht selten auch über der Grenze des Erlaubten. Aber die spielen hier das einfach so wie eine Meisterschaftspartie in der Extraklasse. Da geht es nun mal auch so zu. Also auch egal, wer da heuer in europäischen Wettbewerben auf uns zukommen wird, ob in der Champions League oder, und ich traue mich fast gar nicht in den Mund zu nehmen, in der Europa League. Es kann schon passieren, dass man Osteuropäer zugelost bekommt, und da kann man sich dann auch schwer beim Schiedsrichter beschweren, dass in der österreichischen Liga nicht so gespielt wird. Udovicic kommt ins Spiel. Also man merkt ja auch an den Nachnamen eine große Balkan-Delegation, die teilnimmt bei Rakow, Čestochová. Čarko Udovicic aus Serbien
33 Jahre alt, einer der Routiniers, linker Flügel. Sehen wir wohl jetzt gleich zum ersten Mal in Action. Da hätte er hin sollen, dahin ist er nicht gekommen. 75 Minuten gespielt und bewahrt mich vor diesem Namen, aber der ist jetzt auch am Feld. Ihr seht ihn im rechten unteren Bildrand, Nummer 14, Daniel Szelagowski. Also Merkformel, so wie das Material der Schallplatte, Szelak und das Owski hinten dran. Natürlich nicht der Schreibweise nach, sondern nur der Aussprache. Szelagowski als offensiver Support Act jetzt hinter der Spitze, die nicht mehr, wie noch in der ersten Halbzeit, Musiloak darstellt, sondern Arak, der vorne stürmt. Jakub Arak, auch polnischer Staatsbürger, 26. Nicht ganz so ein Riesengebäude. Und wo ich ihn gerade anspreche, macht er die körperlichen Unzulänglichkeiten, die er da vielleicht gegenüber einem Brian Okoa hat, der ein Top-Athlet ist, mit Dreistigkeit wett. Jakub Arak. Das ist wohl die billigste gelbe Karte, die man sich in so einem Spiel von Fußball abholen kann. So, und jetzt kommt auch noch die Nummer 16 auf den Rasen. Aus der Kaderliste geht nicht hervor, wer das genau ist. Oskar Grzyak, habe ich mir sagen lassen. Positionsmäßig müssen wir den erst noch zuordnen. Also offensichtlich jemand, der nicht etatmäßig ein Mitglied des ersten Kaders bei Rakow ist. Jetzt haben sie eine Kontersituation, 3 gegen 3, aber zwei rote Bullen eilen schon hinterher, um wieder eine Überzahl herzustellen. Udovicic eben zum ersten Mal in Action, linker Flügel, 33, Serbe. So, zur Mitte, Slatko Inosovic, kein Stress, aber dann trotzdem ohne Überblick eigentlich rausgeklärt. Dass sich ruhig einen Mitspieler aussuchen können. Von hier oben redet sich's natürlich immer leicht. Verlagerung nicht geglückt und man sieht eben auch das Spiel der Polen mit Fortdauer immer mehr Stückwerk, immer weniger Handfestes. Und die zweite Trinkspause. Und für die Burschen, die jetzt seit der 60. Minute drauf sind, waren das auch 19 schweißtreibende Minuten, die sie absolviert haben, daher die erste Trinkpause für sie. Gibt Matthias Geisler natürlich auch noch einmal die Möglichkeit zu coachen. Als Trainer sieht man das gar nicht ungern, dass man mehr Zeit hat, in unmittelbaren Kontakt mit seinen Spielern zu treten. Und wie gesagt, es ist ja in 10 Minuten mitnichten vorbei, sondern es gibt noch 30 Minuten drauf. 30 Minuten, so wie das auch bei zum Beispiel der Europameisterschaft oder jedem anderen europäischen Clubspiel die reguläre Dauer der Verlängerung ist. Jetzt mag es der Zufall sein, dass es dann 2:2 steht und dass man sozusagen dieses Unentschieden in einer Verlängerung noch ausmacht.
aber daran liegt es nicht. Also diese 30 Zusatzminuten waren ohnehin geplant, einfach um den Mannschaften mehr Zeit und Raum zum Testen einzuräumen. Für beide ist es ja eine Generalprobe vor ihrem ersten Bewerbsspiel. So, der Referee bläst noch einmal zur Fortsetzung dieser zweiten Halbzeit, eben Spielstand 2:2, 2:0 zunächst für Rakow, Czestochowa und dann die Aufholjagd unserer Roten Bullen, die sich jetzt eben in diesem Unentschieden manifestiert, aber ich glaube, so ganz zufrieden wäre man selbst ob der Tatsache, dass man 0:2 im Rückstand lag, mit diesem Unentschieden nicht. Man möchte mehr, man möchte den Sieg. Nicht so, dass gleich der Haussegen schief hängen würde, allerdings hat man die eigene Vorstellung schon davon, dass man Rakow Czestochowa schlagen kann und will. So, Gegenpressing-Situation gewonnen. Niki Seiwald hat das gut antizipiert, auch jetzt wieder. Gewinnt viel und das muss Einwurf für die Salzburger geben. Junuzovic, Seiwald, Guindo. Mit viel Übersicht auf Brian Oko. So, direkter Weg zum Tor von Arak. Schreibt man nicht so wie die deutsche Versicherung, sondern mit K. Jakub Arak. Ludewig und Seiwald stehen da bereits. Seiwald zurück zu Solé. Hinüber zu Oko. Guindo, der bis dato keinen Fehler gemacht hat, keinen Ball verliert. Grundsolider Linksverteidiger. Auch immer besser mit jeder Vorbereitungspartie. Hat ja in wirklich noch jeder davon Einsatzzeiten bekommen. Zumindest eine Halbzeit jedes Mal. Šeško. Und Kjærgaard kriegt ihn nicht ganz. Guindo. Junuzovic. Guindo gewinnt einen Einwurf. Oko. Seitenverlagerung schwierig für Ludewig, den noch zu erreichen, bekommt ihn in den Rücken gespielt. Da ist Ivi Lopez, ob seines Körpers, schwierig vom Ball zu trennen. Hat auch technisch das Rüstzeug. Ah, die Polen verstehen schon gut, dieses Positionsspiel aufzuziehen, wo man den Gegner viel herumschickt. Junuzovic. Solé, Oko. Seiwald, Oko. Ja, das wird dann eben die Frage sein, wie viel Innenverteidiger benötigt ein Kader? Ich würde sagen,
im Falle dessen, dass Matthias Jeißle, und das ist, glaube ich, ein relativ wahrscheinliches Szenario, bei seiner Viererkette bleibt und niemals auf Dreierkette umsteigt, dann wird man ja vielleicht fünf brauchen, wenn man sich den Luxus gönnt, einen kaum spielen zu lassen. Aber dann hat man sein Standardpärchen, dann hat man zwei, die dahinter jederzeit einrücken können und auch, wenn sich einer verletzen sollte, noch einen fünften. Aber viel Spielzeit gäbe es dann natürlich für die drei hinter den beiden Starting Centerbacks natürlich nicht. Gutkowskis kommt neu ins Spiel. Also jetzt haben wir bald auch alle durch. Lettischer Mittelstürmer. Seit 2020 im Kader. Hat auch eine große Rolle gespielt im letzten Jahr. Eine Menge Einsatzzeit bekommen. Auch einer von diesen Spielern eigentlich im besten Fußballalter. 26 Jahre. Und Solé will jetzt einmal nach vorne. Offensiver Vorstoß. Vorteil laufen gelassen. Adamu gegen zwei muss er nicht. Kann auch mit Sucic spielen. Junuzovic, Adamu. Da ist er Zweiter. Haben die erste Pressinglinie überwunden und danach geht es natürlich mal gute 20, 30 Meter ohne große Bedrängnis, bis man dann an die Abwehrkette stößt. Adamu, ja, diese Offensive der ersten 10, 15 Minuten, nachdem die zweite Charge an Spielern auf das Spielfeld gekommen ist, die ist ein bisschen abgeflacht. Jetzt plätschert das dahin, als wir uns in Richtung der 90-Minuten-Marke begeben. Kerker kann den nicht mitnehmen. So ist Czestochowa wieder im Gegenzug. Im Strafraum passt allerdings Philipp Köhn gut auf, also dem kann man da heute auf jeden Fall eine Talentprobe attestieren. Schon gegen Olympiakos Piräus kein Gegentor bekommen. Da stand er 90 Minuten im Kasten. Und so tut er das bis dato auch jetzt. Junuzovic. Ludewig. Ja, da war nur Šeško im Strafraum, die Besetzung nicht so, wie das unbedingt sein muss. Und man merkt, das ist hier ein Sportplatz, nicht nur ein Fußballplatz. Und von den guten Tennisspielern, die sich da auf dem roten Sand tummeln, hat sich ein Ball verirrt auf den Fußballplatz herüber. Dinge, die man im Profifußball sonst selten sieht, aber irgendwie auch immer einen kleinen Schmunzler wert, wenn man in der Vorbereitung auf Plätzen wie diesem spielt, die, und das muss man auch dazu sagen, in Top-Kondition sind. Auf allen Plätzen, wo wir gespielt haben, ganz egal, ob in Seekirchen, ob in Kirchdorf oder hier in Arnif, das waren immer top bestellte Plätze, wirklich schönes Grün, auf dem man da immer wieder spielen konnte. Und das ist nicht einfach, im Sommer den Rasen in solche Tip-Top-Konditionen zu bringen. Junuzovic. Hätte es vielleicht mal selber probieren sollen. Letzte Minute, regulär läuft, Arak und Köhn. Guindo, der hält den sogar noch im Spiel. Solé. Ludewig. Seiwald. Oko. Guindo, Oko, Solé, Seiwald, Adamu hat es schwer, Adamu hat es richtig schwer mit den beiden
Innenverteidigern, die ihn da auf seiner rechten Seite bewachen. Da spielt einer mehr oder weniger den Libero, das ist der Kapitän, der nie einen Gegenspieler direkt hat. Andrzej Niewolis und dann auf der linken Seite eben Milan Rundic, der erfahrene Serbe, 29 Jahre. Und Niewolis mittlerweile in der Nachspielzeit befinden wir uns. Der gibt uns noch einmal fast die Möglichkeit, da in einen Gegenzug zu kommen. Und Šeško sagt, ja, es ist heiß, sie könnten mir nicht jeden Ball immer in den Lauf spielen und von mir erwarten, dass ich ihn dann gewinne. Spielt mir vielleicht einmal in den Fuß, dann können wir das über eine Doppelpass-Situation lösen. Aber immer in den Lauf, das ist witzlos. Jetzt auch schon 30 Minuten in der Hitze für diese zweite Partie an Spielern, die jetzt sozusagen ihre Halbzeitpause hat. 90 Minuten sind herum und 30 weitere werden gespielt. Es geht heute bis 120. Es werden nochmal 30 Minuten Fußball gespielt hier im Stadion heute. Wie gesagt, jetzige Regel ist 2:2. Ich finde ein tolles Spiel, ein spannendes Spiel. Beide Mannschaften. Und die Mannschaften werden sich noch zu einer kleinen Coaching-Session zurückziehen, auch die Schiedsrichter. Es gibt uns vielleicht die Möglichkeit, noch einmal in eine Werbepause zu gehen und dann sind wir gleich zurück. Aber nicht bevor wir unsere Tore gesehen haben. Natürlich, wir haben zweimal getroffen in dieser zweiten Halbzeit, gleich nachdem die neuen Jungs aufs Spielfeld gekommen sind. Okafor war da noch drauf. Das erste natürlich noch von Karim Adeyemi von der alten Partie erzielt sozusagen, der da abstauben konnte. Und das zweite in ähnlicher Manier. Da hat sich dann Šeško durchgetankt zusammen mit Kjærgaard und dann war es Ludewig in der zweiten Stange. Fast ein selbiger Blueprint. Und so steht es nach den beiden Toren der Polen in der ersten Halbzeit dann eben 1:1. Nach Toren natürlich. Die Polen haben da offensichtlich noch Restbestände an Spielern, die sie aufwärmen lassen und ins Spiel kommen lassen wollen. Wen haben wir noch dabei? Amankwa Forson sehe ich dann noch auf der Kaderliste, also der ghanaische Offensive, den man dann noch bringen könnte. Ein Mann für alle Fälle, kann vorne von 8er Position, 10er Position bis hin zu den Spitzen alles spielen. Mo Kamara und Alex Walke werden noch Möglichkeiten. Philipp Köhn, der hat es gut gemacht. Der musste kein Gegentor entgegennehmen. Und jetzt soll es so sein, dass auch Alex Walke, der in dieser Vorbereitung noch gar nicht drangekommen ist, hier sehen wir ihn, seine 30 Minuten bekommt und auch gleich die Kapitänsschleife auf den Arm. Denn Zlatko Janusovic, der über 90 Minuten mit dabei war, der Einzige, der durchgespielt hat, der kommt jetzt auch herunter vom Feld und Mo Kamara kommt aufs Grün. Da gibt es nicht mehr her.
Ein kleiner Blick ins Archiv zeigt mir auch, dass Rakow Częstochowa für alles, was wir da Negatives vielleicht in deren Richtung gesagt haben, über das 3:3 gegen WSG Tirol, sie haben auch einen sehr positiven Test absolviert in den letzten Tagen. So haben sie zum Beispiel 2:1 gegen Schachtar Donetsk gewonnen am Sonntag, den 4.7., also genau dann morgen vor einer Woche. Das ist schon bemerkenswert. Also das ist eine Mannschaft, die hat auch noch Potenzial nach oben. Man dachte sich, vielleicht nach diesem zweiten Platz in der Extraklasse und dem Cupsieg, das ist das Maximum, was man herausholen kann. Aber sky is the limit offensichtlich für diese Mannschaft aus der Woiwodschaft Schlesien. Das ist sozusagen der südliche Teil Polens, wenngleich innerhalb Schlesiens man sich im Norden befindet, ein bisschen kompliziert erklärt, aber da hat man eben dieses oberschlesische Kohlerevier, wo ja eine große Zahl an der polnischen Bevölkerung eben genau dort wohnt. Das sind solche Städte wie Gliwice, wie Katowice, wie zum Beispiel auch unser Gegner aus den letzten Jahren. Also immer wieder waren die hier zu Testspielen. Das war nicht Ruchorsow. Jetzt habe ich kurz ein Blackout. Jedenfalls dort, wo Lukas Podolski unlängst hingewechselt ist. Also der ist zurückgewechselt in seine Geburtsheimat, ist ja in Polen geboren. Und Gornik Żabsze, danke an die Regie. Dieser Gegner hat uns immer wieder beehrt bei Freundschaftsspielen in vergangenen Spielzeiten. Das liegt alles dort in diesem Grätzl, und wenn man ein bisschen weiter in den Osten fährt, kommt man auch nach Krakau, wo dann Krachowia und Wisla Krakau zu Hause sind. Also auch ein guter Teil der polnischen ersten Liga dort zu Hause. Da kommt eben auch Częstochowa her. Nochmal 30 Minuten, ich habe gerade den Trainer gehört, und wir spielen jetzt in einem Durch 30 Minuten nach hier im Spiel Red Bull Salzburg gegen Częstochowa. Petrajek ist neu ins Team gerückt. Der ist mitunter sowas wie der Vizekapitän dieser Mannschaft. Tscheche, 29 und 1,99 Meter groß, der Innenverteidiger. Auch seit 2016 dabei, hat alles gesehen. Dritte Liga, zweite Liga, erste Liga, Cupsieg. Mann mit viel Erfahrung. Wir sehen ihn da in der Mitte mit der Nummer 2. Wird sicher sofort einmal in Szene treten, könnte ich mir vorstellen. Kiergaard hat Raum. Und Adamu in der Mitte. Und der Abpraller von Sucic dann in die Hände des 17-jährigen Keepers Drelowski. Drelowski, der auch Nanona Netz, könnte man sagen, bei einem 17-Jährigen aus dem eigenen Nachwuchs kommt und schon mit 15 Teil des ersten Kaders war. Da haben wir ihn zum ersten Mal gesehen, Petrašek, und da kommt jetzt Adamu. Und Mokomara, der neu drauf ist, darf sich des Einwurfs annehmen, übergibt ihn aber an Ludewig, Solé, Balke mit all seiner Erfahrung, ist jetzt seit 2010 ein roter Bulle, viel erlebt hier und geht somit in seine, wenn ich das richtig gezählt habe, 12. Profisaison.
in Salzburg. Ball in die Mitte, zum ersten Mal Action für ihn hier. Und es wird nicht das einzige Mal bleiben, denn es folgt zugleich ein Eckball. Der große Petrasek ist im Strafraum. Und auf den werden sie natürlich jetzt zielen. 1,99 Meter, was willst du da dagegen stellen? Da musst du fast deinen Teamkollegen Huckepack nehmen, wenn du eine Chance haben willst im Kopfballduell. So, da war er! Da war er gleich und zum Glück prallt er noch von seinem Mitspieler aus dem Tor heraus und nicht hinein. Sonst wären wir da chancenlos ausgeliefert gewesen. Udovicic, der sich da auf der linken Seite durchgespielt hat und jetzt den Ball nachlaufen muss, während Sucic antreibt, Ivi Lopez im Zweikampf stört. Ludewig, Kamera, Oko, lang am Ball, aber findet Ludewig, Seiwald, so gefällt das. Sucic gewinnt ihn sofort wieder zurück. Sole. Oh, macht er gut und lässt sich dann auch noch fallen. Das gibt den Freistoß. Hat er sich da gemessen mit Gutkowskis? Also wie gesagt, nicht wundern, dass es hier noch weitergeht. Es wird bis Minute 120 gespielt heute. Für zusätzliche Übung. Benjamin Šeško, ein bisschen ratlos, steht jetzt draußen und weiß nicht, was als nächstes folgt. Aber er muss eben warten, weil sein Teamkollege hat sich wehgetan. Das scheint mir Brian Oko zu sein, der eben da in der eigenen Hälfte liegt. Etwa dort, wo er normalerweise seine Position bezieht, in der linken Innenverteidigung. Und das wäre tragisch, ich habe ihn zuvor noch gelobt für seine guten Leistungen in der Vorbereitung. Magic Sponge ist schon bereit. Es ist der Knöchel. Nämlich der linke. Und so eine Schwellung, wenn man da eine drüber gerieben bekommt, die tut dann in der Behandlung noch einmal extra weh, weil natürlich weiß man, dass Kaltes auf Schwellung gut tut. Im Sinne von, die Schwellung geht zurück. Aber im Moment tut es einfach nur weh, wenn es passiert. Und jetzt steht er wieder und er muss sich wieder ein bisschen einrenken, aber alles gut gegangen. Muss in einem Zweikampf passiert sein, sowas fügt man sich nicht selbst zu. Gut zugestellt. Jetzt haben sie eine Lücke gefunden. Die roten Bullen im Moment nur zu zehnt, weil eben Oko fehlt. Das heißt, Mo Kamara rückt auf diese Innenverteidigerposition. Wir sehen sie in der Mitte. Und auch die Stürmer müssen zurückarbeiten. Deswegen ist Junior Adamo hier. Oko kommt zurück. Noch schmerzverzerrten Gesichtes, aber wieder da. Spricht ja eine Menge Sprachen. Englisch natürlich, Französisch, Deutsch. Das alles sehr gut mitunter. So, da kommt er jetzt wieder in die Gefahr. Und Mo Kamara klärt. Alex Walke findet Guindo. Aufbau, Hand dabei. Auch wenn er sagt, es wäre der Oberarm gewesen, aber es ist ja komplett egal, ob Unter- oder Oberarm. Beides ist nicht erlaubt. Sole, Kamera, Seiwald, rechter Achter. V
vor allem in defensiven Momenten gut in Erscheinung getreten. Adamu, ja, so recht hat er sein Tempo, seine Physis noch nicht ausspielen können. Vielleicht kann er ja jetzt innerhalb dieser letzten paar Minuten noch beeindrucken. Sucic, guter Ballgewinn. Kjaergaard, Guindo, Kamara. Zwei Mali, aber aus zwei verschiedenen Generationen, wenngleich auch nur ein paar Jahre zwischen ihnen liegen. Also zwei, um genau zu sein. Kjaergaard. Mo Kamara gewinnt den, aber dann wird gepfiffen gegen Brian Okoh und da ist nicht viel dabei gewesen eigentlich. Hat mehr nach einem verlorenen Zweikampf denn nach einem Foul ausgesehen. Gutkowski ist erwartet vorne schon, der bullige Mittelstürmer. Auch jener, der Brian Okoh dieses kleine Wehwehchen zugefügt hat. Ja, da wird in allen möglichen Sprachen konferiert. Ihr habt es gehört, Alex Walke hat Omasoli zugerufen. It's coming, it's coming. Steilpass. Benjamin Šeško, der ist schnell. Aber was kann er daraus machen? Wirkt mitunter noch ein bisschen hölzern. Minutenmarke haben wir gleich erreicht, das heißt noch 20 weitere und die Möglichkeit vielleicht noch eben den letzten verbliebenen uneingesetzten Amankwa Forson zu bringen dann in Bälde. Sucic hinüber zu Ludewig, der hat jetzt Platz, eine gute Flankenmöglichkeit und er weiß, Šeško ist groß und hat Sprungkraft. Udovicic, ja, weiß nicht, wo er den hin tun wollte. Oh, Mo Kamara, jetzt muss er sich sputen. Hat er den Ball verloren im Spielaufbau, während wir noch die Wiederholung sahen. Abschluss, keine Gefahr für Alex Walke. Der es ebenso ausspielt, wie wir es schon oft in der ersten Halbzeit gesehen haben. Weiter! Und Udovicic wird sich diesen Eckball auflegen. Mau, Mau, not too much in the front. Ich finde es immer schön, dass man bei diesem Spiel gut mitbekommt, was die Kommunikation bedeutet. Ja, 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 Günther! Günther! Udovicic zusammen mit Lopez, Udovicic, Šeško, da war glaube ich nicht ganz so happy damit, Walke, dass Šeško ihm den vor den Händen weggeköpft hat. So, kann Soli mal durchziehen, da hat er sich sehr viel vorgenommen. Jetzt muss er wieder zurück, er fehlt schließlich hinten. Der große Petrašek.
Radovicic. Soleil jetzt mit vollem Einsatz. So, da haben wir Kamara. Wahnsinnig schwer vom Ball zu trennen. Und da habe ich erst vor ein paar Tagen einen wirklich sehr guten Beitrag in The Athletic gelesen. Ich mache keine Werbung. Allerdings muss man auch mal dazu sagen, das ist echt der beste Laden, wenn man in der Tiefe über Fußball lesen möchte. Zwar alles auf Englisch, aber wer das hinbringt, der ist dort sehr gut beraten. Und da wurde eine Geschichte über die Nutzung des Hinterns, also des Gesäßes im Fußball geschrieben, und diese Story hat da eben Aufschluss darüber geliefert, warum dieser Körperteil immer wichtiger wird, nämlich um sich in engen Räumen Platz zu verschaffen, um mittels tiefem Schwerpunkt, wenn man eben seinen Hintern ein bisschen absenkt, nicht umzuwerfen zu sein. Also enorme Stabilität gibt er, und da sieht man am Beispiel Mo Camara, wie viel das eben bringen kann. Kommt der Gegner mit einem enormen Karacho daher und er prallt einfach an ihm ab, gewinnt ihm einen Freistoß, aber das wäre gar nicht notwendig gewesen, denn den Ball hat er noch gar nicht verloren, obwohl eigentlich das Einsteigen des Gegners faulwürdig war. Mo Camara. Kjærgaard, kann er den noch recyceln, kann er den noch holen? Ja, das ist dann immer die Frage, in welche Richtung man das dann pfeift. Ich hätte es auch so gesehen, habe aber natürlich auch die rote Brille auf. Auch wenn der Lette im Trikot von Rakov dann abhebt, wie zu einem Seemannsköpfler. Es war schon so, dass er hineingetreten hat und nicht umgekehrt. Die 105. Minute läuft, also jetzt gäbe es im regulären Modus natürlich sowas wie einen Seitenwechsel mit kurzer Pause. Hier wird allerdings durchgespielt. Also, jetzt kann man vielleicht noch einmal die Führung holen, Adamu. Ludewig, Adamu. Oko, Kamara, Sucic, Oko, also wirkt nicht nachhaltig geschädigt von dieser kurzen Behandlung oder von dem Foul, das der Behandlung vorherging. Seiwald, wirklich ein guter Pass, Zusammenspiel, ein Kontakt, Ceschko, Adamu, boom, so kann es gehen. Seiwald, Ludewig. Zur Mitte, rausgeköpft, Petrasek zu einem Eckball. Der, und da bemüht sich gar keiner so richtig drum. Ja, doch. Dann Kjærgaard zu Fußefeld, den wir da ausführen. Ob man da nicht einmal was mit Varianten probieren könnte. Ich weiß nicht, wie viel man studiert hat in der letzten Woche, war leider kein Trainingsgast zuletzt, aber gegen diese Übermacht kann man fast nicht auf Verdacht Bälle reinschmeißen und dann darauf hoffen, dass man sich im Kopfballduell durchsetzt, wenngleich Seiwald da schneller an der ersten Stange war als sein Gegner. Dürfte aber wir den Körper eines Polens ins Ausgegangen sein, oder doch nicht. Ah, es geht einfach zur Trinkpause natürlich. 15 weitere Minuten stehen uns da eben noch bevor. Abkühlung. Ja, jetzt ist, glaube ich, schon jedes Mittel rechts. Jetzt sind wir schon sehr lange hier in Anif und es macht keinen
deutet, dass es hier irgendwie kühler werden könnte. Im Hintergrund ziehen ein paar Gewitterwolken auf, aber ich glaube, das wird für heute noch keine Konversation sein, zumindest nicht für die nächsten 13 Minuten, in denen dieses Spiel da abgehalten wird, dass es noch regnen könnte. Daher, ja, Abkühlung noch ein letztes Mal verschnaufen. Geisler möchte nochmal mit Oko sprechen. Ich glaube, da wollte er sich vergewissern, dass eh alles passt. Ja, jetzt könnte man sich noch einmal ein gutes Gefühl mitnehmen. Wie gesagt, der letzte Test vor Ablauf der Vorbereitung und vor Beginn der ersten Bewerbsspiele und dann noch einmal ein gutes Gefühl mitzunehmen, mit dem man dann in dieses erste Cup-Spiel gehen kann. Warum denn nicht? Also 12 Minuten bleiben dafür noch. Und da könnte man vielleicht noch einmal die letzten Kräfte mobilisieren, alles raushauen und sich selbst eine Chance geben, mit einem guten Gefühl ins erste Spiel zu gehen. Ivi Lopez. Udovicic, Lopez. Oh, Ludewig mit sehr viel Risiko. Und jetzt steht man da eben Lopez gegenüber, der hineinspitzelt. Das wäre vermutlich aber abseits gewesen. Und Ludewig räumt selber wieder auf, was er verursacht hat. Sei mal sehr umsichtiger Spieler. Wo Kamara gut in der Beschleunigung. Ja, das sind die Situationen, die man dann auch dreckig gewinnen muss. Man kann nicht immer fehlerfrei spielen, aber zumindest seine Fehler dann wieder so gut wettmachen, dass nichts Gröberes passiert. Solé, Walke. Ich glaube, den wieder lang machen. Er hat mich nicht getäuscht, das Gefühl. Hat er keinem zugetraut, dass er sich dem sofortigen Pressing erfolgreich stellen wird. Daher mal die Option lang gewählt. Unter Druck gesetzt, der Torhüter. Bringt er seinen Ball aber trotzdem an. Spiel läuft weiter. Obwohl die Zuschauer hier protestieren. Empörung, weil eben der Uda Guindo liegen bleibt. Aber mit Hilfe des Referees werden noch einmal die Stutzen gerichtet. Ja, ist grauslich, wenn einem der Gegenspieler da einfach so auf den Schuh drauf springt. Ganz, ganz unangenehm. Für den jungen Schiedsrichter natürlich auch eine Intensität einer Partie, die ja für ihn natürlich schwer zu pfeifen ist. Da muss er über 120 Minuten jederzeit in Ballnähe sein. Da kommen auch ein paar Kilometer auf den Tacho, das kann ich euch sagen. Kamera weiter, Ball nach vorne. Šeško und Adamu, eine gute Aktion haben sie gemeinsam kreiert, als da der weite Pass von Seiwald kam und Šeško mit der Brust hat abtropfen lassen. Warum nicht noch einmal so? Da schrillen ja alle Alarmglocken, wenn ein hoher Ball auf Šeško kommt, weil bei denen, bei seiner Körperbeherrschung tut es sich leicht, solche Bälle zu verarbeiten. Anamu, Ludewig, Seiwald überläuft Ludewig, aber Ludewig macht es alleine. Na gut,
Fehler sind erlaubt, vor allem in Testspielen. Ivi Lopez. So, noch einmal der Ballgewinn. In guter, aussichtsreicher Gelegenheit. Ceschko. Trifft er vielleicht noch den Mannschaftsbus, der dahinter steht. Könnte sich noch einmal profilieren da Benjamin Ceschko, was ihm mitunter in dieser Vorbereitung noch nicht so gelungen ist. Ein Tor hat er erzielt. Und wenn Mergin Berischer wieder fit werden sollte, wovon wir natürlich schwer ausgehen, er ist ja nur angeschlagen, dann ist es natürlich noch zusätzliche Konkurrenz für die beiden Spitzenpositionen. Wenngleich man in der Vergangenheit auch hörte, dass er unter Matthias Jaissner eine Option für die 10 sein soll, also für diese Position zentral offensiv hinter den Spitzen. Oko trippelt an gegen 3, das Foul bekommt er nicht. Und jetzt ist es Ivi Lopez, der aus der Distanz schießt. Wäre auch mehr möglich gewesen, glaube ich. Das spreche ich stellvertretend für seine Teamkollegen, dass das vielleicht ein bisschen eigensinnig war. Aber der Spanier ist sowas wie das Kronjuwel der Offensivabteilung von Rakow. Zweistellig getroffen in der letzten Extraklasa-Liga-Saison. Somit hat er, glaube ich, das Recht, auch das eine oder andere Mal den Abschluss zu suchen, wenn man selber gerne den Ball bekommen hätte, im Falle seiner Mitspieler. Tempo leidet natürlich unter der Hitze und dem mittlerweile sehr, sehr langen Spielverlauf, auch wenn die meisten Spieler auf dem Feld noch unter Anführungszeichen relativ frisch sind. 55 Minuten haben sie alle schon auf dem Buckel. Seibal, Ceschko, einmal die Gelegenheit. Ja, jetzt hat er aber auch wirklich Pech. Weil er versucht es wirklich aus allen Lagen. Aber es war ihm einfach noch nichts vergönnt. Bei Rakow spielt man von hinten raus, aber Ivi Lopez, ja, der möchte auch nicht mehr so recht heute, glaube ich. 2:2, aber von einer Angriffsflaute oder von einem Waffenstillstand kann man hier noch nicht sprechen. Schon so, dass beide Teams hier noch probieren. Rakow seine letzte Chance durch Ivi Lopez und erst vor ein paar Augenblicken auf Seiten der Roten Bullen eben durch Benjamin Ceschko gefährlich. Ergibt sich da noch etwas für Rakow? Nehmen sich schon sehr lang Zeit für ihren Einwurf. Jetzt warten sie schon zum dritten Mal, bis sich jemand anbietet. So, aber da gibt es das Angebot. Gegenzug, Ceschko, vielleicht gegen 2, aber noch einmal im Teamverbund geklärt. Einmal noch der Grieche, der sich auf links durch Schmogeln will, 22-jährig Giannis Papanikolaou. Vertrag bis 2025, sehr viele Spieler hat man langfristig gebunden, also agieren nicht wie ein Club, der erst seit 2 Jahren in der obersten polnischen Liga spielt und dort vielleicht den einen oder anderen Spieler sich für 1 Jahr dann unter Vertrag nehmen kann. Nein, also da sieht man schon Vertragslängen bis
2024, 2025, keine Seltenheit. Die meisten allerdings ein Arbeitspapier bis 2023, also noch eine zusätzliche Saison. Oko. Sole. Sucic. Ein paar Erfolge gefeiert, eher im Gegenpressing, offensiv wenig von ihm heute. Udovicic. Gut geführter Zweikampf von Solé, Seiwald, Ludewig, Seiwald. Ja, das ist sein Bread and Butter, also sein Brotberuf sozusagen, diese Zweikämpfe zu gewinnen, clever zu sein, wenige Ballkontakte zu benötigen, um Situationen zu klären. Noch einmal Freistoß, es könnte womöglich schon, ich will nicht sagen, die letzte Gelegenheit sein, aber jetzt sind die Polen im Strafraum rausgeklärt, haben den Freistoß schnell ausgeführt, Einwurf jetzt. 1,5 Minuten noch auf der Uhr, bis es dann wirklich hier vorbei ist in Arnif. In diesem Testspiel-Marathon, möchte man sagen. Ja, einmal noch weit in den Strafraum hinein, soweit es halt geht mit den schwindenden Kräften. Petrasek holt noch einmal den Eckball heraus und er wird wieder in seine Richtung gehen. Ich habe es davor angekündigt, aber es ist zu offensichtlich, als dass man das irgendwie nicht aussprechen könnte. Wenn man einen Spieler mit 1,99 in der Mannschaft hat, dann sucht man natürlich die Möglichkeit. Wird nicht Mann gedeckt, man verlässt sich auf die Raumdeckung. Er kommt dran, aber nicht entscheidend. Mokamara, Gegenzug, Šeško, vergisst den Ball nicht, Bench. Ist schnell. Aber Sucic findet er nichts. Dann wird noch einmal angerempelt und dann sind die 120 Minuten auch um. Schiedsrichter schaut auf die Uhr. Wird er noch einmal ganz korrekt die Trinkpause, die Zeit der Trinkpause nachspielen lassen. Deutet aber schon seinen Linienrichter, das heißt, er wird noch ausführen lassen. Eine Minute gibt es drauf. Oko, abgefangen, Kjærgaard. Ah, gut geführt von Guindo. Aber diese Pässe, die haben sie einfach dann irgendwann schon antizipiert, die wissen, dass sie kommen. Zu oft sind sie am heutigen Tag gespielt worden, als dass es die Polen nicht hätten merken können. Oko, Sucic, nein, das ist mit Bestimmtheit kein Foul. Adamu macht ihn gut fest. Sucic, vielleicht mal mit dem linken Fuß aus der Distanz. Kjærgaard, Adamu im Strafraum, Abschluss. Und noch ein Pole liegt auf dem Boden. Ja, ich glaube, man könnte es dann auch schon belassen. Papanikolaou. Und jetzt lässt das gut sein, der Referee. 2:2 trennen sich der FC Red Bull Salzburg und Rakov Częstochowa beim letzten Spiel der Vorbereitung, bei der Generalprobe für die kommenden Spiele, für das Cup-Spiel gegen Hertha Wels, für den Meisterschaftsauftakt auswärts bei Sturm Graz. Und noch einmal haben wir die Tore für euch. Das wollen wir alles noch einmal komplett konkludieren, alles noch einmal aufarbeiten. Sehen wir uns noch einmal die Treffer an. Zunächst die beiden der Polen, dann die beiden unserer roten Polen. Zunächst das 1:0 durch Sapala.
per Strafstoß natürlich erzielt, gleich nach 3 Minuten. Dann noch innerhalb der ersten Halbzeit haben die Polen erhöht auf 2:0 durch ihren Center Forward, ihren Stürmer Sebastian Musiolik. Mit dem Außenrist in die Ecke, Mantel beinahe ohne Chance. Und da haben wir noch einmal Karim Adeyemi mit dem Anschlusstreffer. Der ist noch ein bisschen Euphorie aufgekommen, vor allem dann, zumal die zweite Charge an Spielern mit komplett frischem Blut, komplett frischen Beinen aufs Feld gekommen ist. Und da haben wir Kilian Ludewig, der dann den 2:2 Ausgleich besorgt hat. Der dann auch zugleich dem Endstand gleichkommt. 2:2 geht es eben hier aus. Ich bedanke mich, es war eine schöne kleine Reise über 4 Spiele in dieser Vorbereitung. Danke an allen, die immer zugesehen haben, auch an die, die örtlich anwesend waren und immer gekommen sind. Und ja, lange müsst ihr uns ja nicht mehr und die Red Bull Arena nicht mehr vermissen. Es geht eben, wie gesagt, bald zurück. Sichert euch eure Tickets für unser Testspiel gegen Atletico Madrid und dann unser erstes Heimspiel gegen die SV Ried und am besten gleich eine Dauerkarte, weil das macht das Ganze viel einfacher. Ja, wir sehen uns in der Red Bull Arena. Bis dahin, bis bald und ciao, ciao.